Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu dem da. Na warte, halt. Jetzt habe ich hier die Spielsteuerung gespoilert. Scheiße. Einmal Pause gedrückt, schon wird einem die ganze Steuerung gespoilert. Warte. So, da wird einem die ganze Steuerung gespoilert. Schade, schade. Tja, jetzt weiß ich doch schon alles. Nein, die Ivy meinte nämlich, es gibt irgendeinen Move, den ich jetzt hätte lernen können bei den Schildträgern. Und das ist nicht das, ich spring ran und piek's mit dem Schwert zu Ding, sondern ein richtig geiler Move, der irgendwie übelst fetzt und. Und dann kommt Feuerwerk angeflogen und ein Dachs auf einem Surfbrett. Und das wird eine Multi-Kombo irgendwie. Raven, Ancestor of the Seers and Master of Ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Wer redet denn da? Ich dachte, der eine Geist hätte sich jetzt von uns verabschiedet. Kamehameha hat Schildbrecher? Kamehameha-Schildbrecher? Es gibt einen Kamehameha-Schildbrecher? Ja, ist aber auch das Tolle an dem Tutorial. Die erklären einem nichts. Wenn man irgendwann... Man muss draufkommen. Wenn man draufkommt, kommt man weiter. Wenn man nicht draufkommt, dann spielt man... Dann stellt man sich halt scheiße an. So, Hauptsache man kommt weiter. Man kann auch ohne den geilen Move weiterkommen. Da gehe ich jetzt einfach fest von aus, dass das Spiel so drauf ist. So, das ist jetzt hier... Der Täuscher. Oh, guck, da hinten sehe ich was. Komm ich da hoch? Oh, ist das düster hier. Ja, genau, das habe ich gesehen. Ein N. Schon mal gut dabei. Being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest. And the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Wer waren die anderen beiden? Okay, also Riesen sind hässlich, ne? Aber manchmal waren noch ein paar Hübsche dabei, und wenn man zwei Hübsche nimmt und die zusammenpackt, dann kommt ein All-Vater dabei raus. Na gut. Schon schön, dass der älteste Sohn der All-Vater ist, ne? Nun. Ich dachte, Allvater wird, wer zuerst da war. Aber so war das anscheinend nicht bei den Wikingern. Die durften sich das raussuchen. Oh, eine Taschenlampe hätte ich hier gerne in der Ecke. Die ist ganz schön duster. Muss ich jetzt vor steigender Dunkelheit wegrennen? Blum, blum. Blum, blum, blum. Oh. Das sieht gut aus. Muss ich fokussieren? Sollte ich mich fokussieren? Illusion hides the path to Valraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Ich gucke durch diese Muschelperle, dann sehe ich die Wahrheit. Ihr habt mir ja schon gesagt, dass die Wand näher echt ist. Find another way to see the truth. Ich habe das Gefühl, ich muss hier in diese Richtung. Oh, warte. Nee, doch. Nope. Doch nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht noch was. Hm. Oh ja, das ist gut. Oh ja, ich weiß. Den Bereich habe ich nämlich schon bei Kiwi gesehen. Den Feuerbereich allerdings nicht. Das ist eine Brücke, du Idiot. Drück sie runter. Das ist so. Danke, liebe Stimmen. Ich finde die Stimmen in meinem Kopf nicht toll. Diese Backseat-Gamer. Diese Backfontanellen-Gamer. Whoop.
Hey. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Cool, warte mal. Jetzt ist viel dunkler. Vorhin war es hier heller. Heller. Ha. Wegen Helheim. Heller. Ja. Nicht, weil es in Helheim hell ist, sondern weil Hella die Wächterin von Helheim ist. Also, naja, Wortwitze sind schwierig. Ein Wikinger hätte es lustig gefunden. Ein richtig echter. Ich mag das nicht, wenn es so dunkel wird. Warum ist es so dunkel? Warum haben wir keine Fackel dabei? Immer diese Schatten, die überall lang riechen, als ob einer die Sonne nicht geputzt hätte. Kann ich das anfassen? Nö, nö, das war mir viel zu einfach. Was sind da hinten noch? Hier ist doch bestimmt auch noch was. Jetzt werdet mal nicht so gruselig, liebe Stimme in meinem Kopf, ja? Ich dachte schon, da steht wer. Aber hier wird garantiert niemand spawnen und mich verprügeln wollen, oder? Ich gucke erst mal hier. Das ist auch ein sehr freundlicher Ort hier. Überall illustre Gestalten. Also sind wir denn schon in Hell? Hellhain? Sind wir schon drin? Eigentlich nicht. Wir versuchen uns ja den Weg dorthin freizukämpfen. So viel zum Thema, ich werde hier nicht verprügelt. Damit. Ich wollte einmal schneller sein als wie du. Danke, liebe Stimmen, das war sehr nice. Zack und Metzel, 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 Metzel. Nice. Nice! Oh, ich mag die Kämpfe. Ich mag die Kämpfe. Die Kämpfe sind cool. Ich weiß immer noch nicht, wie dieser Schildbrecher geht. Ich habe ihn irgendwie versucht zu finden. Warte mal, B ist Nahkampfangriff. Das habe ich noch gar nicht gedrückt. Oh, ich mag die Kämpfe. Die Kämpfe sind gut. Nutzt ein Bankai. Was für ein Ding. Geh Baume. Danke, Shani. Oh, ich finde es so gut, dass die Stimmen einen warnen von hinten. Behind you und du schnell blocken. Oh, gekontert. Gegenangriff. Metzel, Metzel. Ich brauche keine Augen im Rücken. Ich habe Stimmen im Kopf. herrlich. Richtig cool. Die sind echt nützlich. Die sind echt nützlich. Was? Was willst du? Val Raven's power of illusion comes from Ravens. Align the Ravens to
to break his magic seal. Show me what you have seen, Druth. Align the Ravens? Ja, natürlich. Ja, klar. Da oben steht er, wer? Da oben steht da eine. Da. Seht ihr den? Oder hängt der da wieder? Oder steht oder schwebt? Ich bin mir nicht so sicher. Komm ich da auch irgendwie hin? Wo komme ich da? Was? Da ist eine Brücke. Warte mal, das sieht doch gut aus. Wo muss ich denn da lang? Kann ich hier hoch? Nö. Aber hier hinten rum sieht doch, ist doch bestimmt. Kann man doch. Ja, du bist witzig. Ich muss ja da hoch. Wo der Krähenmeister steht. Der ist bestimmt nicht mehr da, wenn ich da bin. Aber hier gibt es bestimmt irgendwo eine Leiter. Oder ein Trampolin. Ah, da ist die mystische Musik weg. Ich glaube, ich entferne mich von da, wo ich hin soll. Ich guck trotzdem, ich drehe noch eine Runde. Ich will irgendwie dieser Intuition nachgehen. Hier muss es doch irgendwie, vielleicht hier lang, da hinten rum, da, so rüber und über. Nee? Nee, ist das hier ein Weg? Ach, scheiße. Okay, ich gehe wieder zurück zur Musik, ihr habt ja recht. Vielleicht kann ich irgendeinen Knopf drücken. Ist hier eine Leiter? Ich bin mir ziemlich sicher, ich muss da hoch. Komme ich hier hoch? Das sieht ja viel zu einfach aus. Ne? Irgendwie hopsen oder so? Mit A? Ein bisschen rumklettern? Bist du keine Freundin von? Hm. Ja, aber das sieht voll aus, als müsste ich hier da hoch dann. Hä? Was ist das denn? Gott, natürlich. Ah, das ist aus dem ersten Part des Tutorials gleich wieder vergessen gehabt, dass man ja hier, oh, dass man ja hier irgendwo durchgehen kann und dann sind Wege offen, die vorher nicht offen waren. Ach Gott, der Gott der Illusion. Ja, natürlich. So, weg ist er. So, und jetzt funktioniert das hier nämlich auch. Ah. Und der Baume, der rennt erstmal durch. Oh, ja, muss schon eine Treppe geben. Ich fühle ja auch nicht mehr. Ich bin taub, abgestumpft. Jetzt haben wir's. Vor 5 Minuten gelernt, schon vergessen. Ja, ich habe ja auch versucht, während des Kampfes die Schildbrecher-Kombo rauszufinden. Ja, kein Wunder, dass ich das vergessen habe. Ich war ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und wie gut ich im Türaufmachen geworden bin, ja? Das war jetzt First Try. Ich muss nicht erstmal peinlicherweise da 10-mal hin und her rennen. Ja, es wird windig, ne? Der Wald beobachtet mich. Bei allem, was ich tue. Diese Lustmolch. Was ist denn, wenn wir mal pipi müssen? Another gate. Another gate. Stay back. It's not safe. Don't listen. So, und jetzt an dem Seilfesshalten rüberrutschen. Zipline. Oh, die Hälfte der Stimme in meinem Kopf hat schon wieder nicht aufgepasst.
ravens. Was ist hier anders? Ich habe das Gefühl, ich muss da hingucken. Aha. I hear something. If you hear the song of Valravan, follow it and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Ihr seid alle ein bisschen laut, ich kann mich nicht kondensieren. Und du hast nackte Füße, zieh dir mal Schuhe an. Warte mal, was ist hier anders? Das ist so. Na, wie geht das? Wie geht das in Computerspielen? Das ist so cool. Was ist denn da mit dem Baum los? Guckt ihr mich an? Die Augen, die an den Wänden erscheinen. Gott, das ist cool. Boah. Ist das geil gemacht. Das freut das Bäumchen. Haben wir einen Touri-Guide irgendwo in der Nähe? Oh, das massiert einem das Gehirn. Einfach dumm. Die Stimmen in meinem Kopf. Die sind echt nicht nett, die Stimmen. Die sind ganz schön unhöflich. Komm, hol den Eimer für die Augen. So ein schönes Stück Baumaugenrinde ausschnitzen. So, ich mache hier mal Durchzug. Alle Türen offen. Das ist zwar eine Leiter, aber ich will mal gucken, wozu der Balken hier gut ist. Okay, hier komme ich irgendwo hin. Faszinierend. Was passiert, wenn ich durch die Türen durchgehe? Ich bin ja noch auf der Suche nach meinem Tourguide. Nee, das ist bloß ein normaler Shortcut. Okay. Dass man auch ohne die Illusion hier durchrennen kann wahrscheinlich. Gut, dann nehmen wir die Leiter. Der ist eh gleich wieder weg. Die Stimmen in meinem Kopf voller Hoffnung. Die haben immer noch nicht kapiert, dass der uns verarscht. Was ist hier anders? Da ist ein Türmchen. Wie schön. She can get up now. What's happening? She can get up now. How can she get up? Must be magic. Dark magic. A trick. Die Stimmen
Stimmen sind so gut. Die äußern aber auch berechtigten Zweifel, ne? So irgendwie so, hätte die geholfen? Nee, warte, er hat dir nicht geholfen. Das hat sie alleine hingekriegt. Ja, nee, das ist eine Falle. Das ist eine Falle, da darfst du nicht reingehen. Aber da musst du doch hingehen, damit sie weiterkommt. So, sie können ja jetzt hoch. Boah, das ist voll Shit so. Aber berechtigt irgendwo. Habe ich da gerade schon wieder Augen gesehen? Ah ja, doch, Tatsache. Haha! Ich denke mal, es passiert dann was, aber es passiert nichts. Ich hatte den Knopf immer noch gedrückt und ich denke, jetzt kommt so dumm. Aber nein. Ich kann ja einfach mich wieder entspannen, aber ich will mich nicht entspannen. Ich bin so aufgeregt. Kann ich den Tourguide vielleicht von hier oben aus sehen? Das ist doch schräg. Wir müssten doch mehr Nachrichten finden. Vielleicht auf dem Rückweg. Wir müssen ja irgendwie dann zurück. Müssen wir zurück? Ich habe doch diese Shortcuts geöffnet. Es muss doch einen Grund geben. Ich will noch nicht durch die Tür. Ich habe Angst, dass hier gleich alles wieder niederbrennt. Ist der vorhin nicht verbrannt? Nee, ich bin... Zählt das? Ich bin doch dann aber wieder auferstanden. Die Wunden sind doch geheilt. Alles cool. Da ist das Ding, sie! Da muss ich hin! Wie komme ich denn da hin? Ich habe es gefunden. Wie, jetzt muss ich nur noch mehr irgendwie... eine Platte machen, wie ich da rüberkomme. Vielleicht wieder... irgendwas sehen. Ich muss mir hier irgendwie eine Brücke hinzaubern. Ups. Aha. Jetzt ist da nämlich eine Mauer. Na super, jetzt kann ich darüber gehen. Ach so, weil jetzt ist nämlich auch hier vorne zu, da wäre ich sonst nicht durchgekommen. Oder? Bin mir nicht so sicher. So, da bin ich mal gespannt, dass wie viel das ist. Ein M? Haben wir im Bereich davor was übersehen? Nein, M ist M. Das passt. 1, 2, 3 kommen noch. Gut. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Okay, Ymir war ganz schön groß, aber dass sie den umgebracht haben und ausgeschlachtet, um daraus unsere Welt zu bauen, ist ein bisschen traurig. Armer Ymir, wir leben in ihm, laufen in ihm. Sein Schädel ist der Himmel. Seine Schädelplatte von innen. Das heißt, die haben alles aus seinem Körper rausgenommen und in seinen Kopf reingestopft. Da haben die aber bestimmt ganz schön viel von weggeworfen bei. Schade. Was für eine Verschwendung. Danke, Ymir, dass wir in dir leben wohnen können. Das ist wie Nowhere bei Guardians of the Galaxy. Gehst du drunter durch? Danke. Nee, das lassen wir so. Das ist so sympathischer. Cool. Ja, ja, ich gehe ja schon dem Rabenmann hinterher. Mein Gott, ihr aufgeregten Stürmchen. Wolltet ihr nicht wissen, was uns der Stein-LED-Turi-Führerstift zu erzählen hat? Und First Try. First Try, die Tür aufgekriegt. Nice. Nee, das glaube ich nicht. Das ist kein echtes Mammut. Das ist eine Fälschung. We picture fear. And we think of a shadow in the woods. Creature in the night. It were that simple. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't
mean that it's not already here. The threat is here. Oh mein Gott, wer hat diesen Threat eröffnet? Kriegen wir es nicht auf? She can't get in. She can't go in there. Barraven, he's there. Druth says there's always another route. Find a way. Go out. Find your own path. Die Schatten hier überall. Das ist schon ein bisschen scary. Vor allen Dingen, die Schatten interessieren sich ein Shit für das Licht von der Fackel. Hep, hep. Oh! Ich hab was gelernt! Ich hab was gelernt! Ich gette ja schon ab! Ich gette ab! Das war sehr antiklimatisch. Okay, ich würde sagen. Jetzt bin ich so hart aufs Türöffnen abgefahren. Jetzt habe ich mich direkt überschätzt. Da dachte ich so, wenn ich die Türen jetzt First Try packe, geht das mit den Gegnern auch so. Ich habe den Schildbrecher gelernt. Yes, endlich. Das ist direkt schon so ein persönliches Achievement irgendwie. So, der muss gar nicht in dem Spiel irgendwas blüm blüm machen. Wow. Und zack, 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 zack. Hat er gerade Die gerufen? Oh. Das ist eine sehr unschöne Ecke gerade. Was passiert denn jetzt? Ah! Ah! Aufstehen, 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 aufstehen! Aus der Ecke raus, aus der Ecke raus! Kann grad nicht, kann grad nicht! In den Chat gucken! Ah! Oh, ich vergesse ständig, welche Knöpfe ich zu drücken hab! Wo hopp's ich denn hin? Der Falsche, der Falsche! Mann! Ah. Was ist jetzt passiert? Paddy! Guten Tag! Danke für deinen Raid! Du aller Raider, du! Du hast mir voll ins Gesicht geradet, ich habe fast nichts mehr gesehen! Da kommt man ein bisschen ins Schwitzen, wa, Baume? Boah, also meine Kerntemperatur ist gerade um 10 Grad gestiegen, glaube ich. Wo bin ich hier? Was ist denn jetzt los? Ah, die wollen mich alle umbringen. Ah, da kommt man schon ins Reich der Toten und die wollen einen trotzdem umbringen. Ich komme doch schon freiwillig. Warum verprügelt ihr mich denn alle? Ich meine, wo soll ich denn hin, wenn ihr mich umhaut? Lasst mich doch einfach weiterlaufen. Ruft doch einfach direkt die Walküren und sagt, hier, komm, hol den ab, den tapferen Krieger, die Kriegerin. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the rune revealed to Odin. Ja, hast du recht, Paddy. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear and he dedicated a sacrifice to himself. Was, wer? Odin? For 9 nights he hung on the tree without food or drink and at last he saw the runes below him. He gave a cry
and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. What? Okay, what? Was hat Odin gemacht? Was? Ich habe den Anfang verpasst. Scheiße. Er hat sich selbst am Baum aufgehangen und mit einer Lanze ins Speer ins... Was? Ja, und dann hat er sich's anders überlegt nach einer Woche. Krass. So hat er lesen gelernt. Huhu. So, Paddy, nochmal, einen wunderschönen. Dankeschön für den Raid. Aber ganz kurz, Konfetti kriegst du nur, ja? Weil du mich abgelenkt hast. Ein Glück. Schade, dass du mich vorher nicht abgelenkt hast. So, sonst hätte ich es auf dich schieben können, dass ich verloren habe. Die 2 macht es bei dem Death Counter gar nicht gut. Ups. Oh Gott. Like to leave everything behind? Nö. Your home. Loved ones. To head deep into the wilds. Perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Huh. Ja, das stimmt. Nur dann bin ich wieder im gleichen Bereich gelandet und renne jetzt nur unten im Flussbett lag. Bin ich irgendwie einmal falsch abgebogen? Nee, ist schon okay. Die Stimmen im Kopf erzählen was Neues, das heißt, ich muss in einem neuen Bereich sein. Ja, Paddy, du lachst. Das ist hier in dem Spiel gar nicht so leicht, Türen zu öffnen. Muss man nämlich immer, bevor man A drückt, nochmal einen halben Meter Abstand halten, weil sonst ist man zu nah dran. Und dann kriegt man die nicht auf. Ist dir das schon mal passiert? Du standst so nah an der Tür, dass du nicht nach dem Türgriff greifen konntest? Eigentlich so immer so einen Meter Abstand, ne? Macht nur Sinn. Der zeigt dahin. Da ist was. Warte. Vorher, nachher. Da ist keine Brücke. Da ist keine Brücke. Schade. Die Dinger funktionieren noch nicht. Ich muss sie erstmal anschmeißen. Jetzt muss ich da runter. So, da hinten sind die Krähen. Heißt das, das ist der letzte Bereich? Dann komme ich zum Gott der Täuschung. Muss ich den auch wegkloppen? Das wird hoffentlich nicht so hart wie der mit dem Feuer. Okay. Komme ich denn dahin? She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillion. She came to beat her own darkness and marry Dillion. Ooh. She did work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Also, ich habe ja so irgendwie das Gefühl, ne, dass wir in Wirklichkeit gar nicht hier sind. Weil ja Helheim auch gar nicht echt ist und so. Und das, was die Stimmen quatschen, ist oft das, was quasi die Wirklichkeit widerspiegelt oder das, was uns in echt passiert ist. So, wir sind eigentlich gar keine Wikingerinnen. Wir sind eine Nonne oder sowas.
Halt. Oder vielleicht auch nur ein ganz normaler Mensch im Jahre 2017. Ändert das hier was? Was ändert sich denn da? Da ändert sich gar nichts. Ändert sich hier was? Ändert sich auch nichts. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Hä? Ach doch! Der räumt auf! Der löscht ein paar von den falschen Raben. Oh, cool! Das ist cool! Das ist nett! Das, okay. In the wild, in the cold winter woods. She no longer felt fit for this world. Hops, hops runter. Na schade. She almost gave in to the darkness. Was ist denn diese Darkness, von der immer die Rede ist? She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and cure that which had become. So, irgendwie muss ich hier eine Brücke hinzaubern, sonst komme ich schon weiter. Huch. Was macht der hier nochmal? Achso, der macht da eine Brücke hin. Alles klar. Was ist denn die Darkness, von der sie die ganze Zeit reden? Die Darkness, die sie in sich trägt, die sie befleckt hat, die... Sie hatte die Einsicht. Sie konnte Dinge sehen, die andere nicht wahrnehmen. Und das hat sie fertig gemacht. Was könnte es sein? Der Feuerfutzi war mit Abstand der leichteste. Oh, Ivy. Oh, nein. Wie uncool. Warum klettere ich hier hoch? Achso. Weil es hier nicht weitergeht. Nun. Also, da hatte ich doch schon mal durchgeguckt. Das hat mir hier ein Loch in die Wand gezaubert. Das war dann wohl doch nicht richtig. Ups. Achso, da hinten mache ich jetzt das Tor auf. Ahaha. Ich bin doch kein Schinken. Focus. Focus. So. Nice. Mir geht's wunderbar. Ja, keine Sorge, Paddy. Ivy hat schon ein paar schöne spitze Kommentare gemacht. Der geht's super. So, wenn ich jetzt hier rumgehe, wie komme ich denn jetzt wieder dahinter? Kann ich hier lang? Und dann muss ich dort wieder hoch. Eieieiei. Hier hätte ich auch drüber geguckt. So, warte mal, jetzt gucke ich hier wieder durch. Jetzt ist die Wand wieder zu, aber die Tür ist ja offen. Und seit wann ist hier eigentlich eine Brücke? Uiuiui. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut gemacht. Was ist denn das hier eigentlich? Komme ich hier durch? Oh, wer hat sich denn dort versteckt? Unser Tuvi-Guide. Nicht schlecht. So, wie war das jetzt mit Odin, der am Baum hing? Erzähl nochmal. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye. As offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Und deshalb wird Odin immer als einäugiger Hotzenplotz dargestellt. Wenn irgendwo in der griechisch wollte ich schon sagen, in der nordischen Saga ein Dude mit nur einem Auge auftaucht, ist immer Odin, immer sofort, wenn er dann noch einen Raben irgendwo hat. Oi, 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 oi.
Ich war nämlich bei Vikings recht verwirrt, als da plötzlich da so ein Dude die Ecke lang gelatscht kam und nur ein Auge hatte und alle so, oh mein Gott, aber keiner hat's ausgesprochen, ne? Na, Magic! It's Raven Magic! Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow, the smallest hints of shape, sound, and thought, grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Ist die Darkness irgendwie die Depression, gegen die sie ankämpft und sie versucht, sie alleine zu stellen, was irgendwie immer eine schlechte Idee ist? Focus. Redet mir nicht dazwischen. Ich muss mich focussen. Vielleicht ist es auch ein Pirat. Da müssen auch die Stimmen lachen. Nein, das ist kein Pirat, das ist Odin. Ja, sag mal. Das ist jetzt aber nicht das Symbol. Das sah doch ganz anders aus. Da muss ich doch näher ran, oder was? Ja, genau so sah das doch aus. Bin ich mir ziemlich sicher. Yay! She did it! Yay! Mein Arm sieht schon ganz schön pumpig aus, hä? Wie oft darf man denn sterben in dem Spiel? Da oben sitzt er. Fiese Papageienmensch. Verarscht hat er mich. Scheiße. Das macht er gerne. Darkness, Erdbeerwoche, alles der gleiche Quatsch. Die soll man jetzt so rumheulen. Ja. Ich überlege schon, ob wir die ganze Zeit hier von Dark Souls reden. So, Touch the Darkness Within Me. Mäßig. So, sie versuchte ihr Level abzubekämpfen. Ja, das ist nicht klug. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keeping. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Whoops. Ja, hier sind schon verflucht viele Raben. Okay, was bist du? Was macht denn das? Das macht da einen Ast hin. Ja, super, das soll mir jetzt helfen? Rischak, jetzt hauen wir auf die Kacke. Runter? Runter? Nee, das ist eine Treppe. Okay. I will tell you the tale of a man called Findon. Oh. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Das ist doch gemein. They released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death. And his brother was killed, but he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast that was at a hall near the sea. But when he went there,
They betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. Das ist aber keine schöne Geschichte. Later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon? Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Cynwyl. I wish you could have seen my home before these dark times. Also so ganz blicke ich noch nicht durch, wer hier was ist und welche Rolle spielt. Wow, ah, Blitze. Habe ich jetzt den Moment verkackt, wo ich da hätte durchgucken sollen? Wozu bin ich denn jetzt hier einmal im Kreis gestiefelt? Also hier rüber, meine ich. Nur damit ich wieder zurück kann? Das ist doch Quatsch. Was mache ich denn hier? Das macht doch alles keinen Sinn. Oder hat sich hier jetzt was getan? Wieder an dem Baum. Ist der Pfad jetzt andersrum? Da irgendwo hoch. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich gehe da nochmal hin. Von unten ran. Vielleicht kann ich ja jetzt irgendwas... Ich habe da die Brücke runtergelassen und das war's? Das ist doch Quatsch. So, warte mal, vielleicht wenn die Brücke unten ist und ich nochmal durch das Tor gehe, ist jetzt wieder was anderes da. Ah, das wird sein. Warte mal. Oh, schräg. Brauche ich den Ast noch, um darüber zu kommen? Ja. Gott, die Feuereffekte sind auch so mega weird. Oh Mann, Baume wieder alles vergessen. Warum öffnet man Shortcuts nach Toren? Ja. 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 Ich habe alles vergessen. Na, und ist doch auch mal schön. Ich dachte gerade, dazwischen wäre jetzt schon die Auflösung gewesen. Und das wäre dann schon der Heimweg gewesen. Hat eine Weile gedauert. Ist auch schon spät. Ne? Mein Petilupi ist schon lange im Bett. So. Was macht denn das jetzt? Ach, das macht da jetzt einen Ast hin. Das habe ich gar nicht gesehen, dass der vorher verschwunden ist. Upp. Okay, da kann man jetzt rüber. Na, hopp. Hier kann man jetzt runterhopsen. Okay. Gut, gut. Ja, das macht Sinn. Und das ist nicht rutschig. Uiuiui. Oh Gott, da oben ist ein Krähennest. Wie cool. Ja, jetzt wird's rutschig. Uah. Also ich würde da ja nicht drüber gehen. Ich würde mich da mit Armen und Beinen festkrallen und wie so eine Raupe rüber. Uiuiui. Yeah.
broken. The gate is open. Open. This darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. Ich mach mich bereit zum Blocken. Kontern. Sturmangriff. Ich bin hier. Ich puste ins Gesicht. I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in. Strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, and she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Was hat er gerade mit mir gemacht? Ich glaube, ich darf den dafür ruhig wegkloppen, oder? Das klappt nie. Oh. Es ist immer schwierig rauszufinden, wen man jetzt gerade im Target hat, so ohne GUI. Wenn sie endet rufen, ist es immer der letzte, den man hat, oder? Oh oh. Was macht er denn jetzt? Oi, oi, oi. Wow. Wow. Okay, die kann ich abwenden. Upp. Der packt immer wieder neue Attacken aus. Habe ich ihn gerade gekontert? Wow, nice!
Ich mag den Bosskampf. Oh, see, shit. Behind you. He's finished. Find a good position. Let him behind you. Fuck, ich dachte, ich hätte ihn... Oh. Da hab ich dich! Scheiße, es war wieder so ein Schmetterangriff. Hup. Zack, zack, zack. Oh. Boah! Du Arsch! Jetzt weiß ich auch, wie ich die Tutorial-Bosse hätte. Die Tutorial-Heinis hätte besiegen können. Ach shit, da hätte ich wieder ausweichen müssen. Wow! Shit, schon wieder. Falsch gemacht. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Aha, lutsch das. Ah! But not this time. The mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds. She would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Ich dachte gerade, da wäre jemand hinter ihr, aber es war nur ihr Zopf aus Dreadlocks. Puh. Ja, jo, guter Bossfight. Krass. Episches Battle. Nicht schlecht. Cheers, Matt. Wow. Cheer 400, Fokus. Cheers. Dankeschön. Prost. Warte. Na ja, na gut. Prost. Okay, auf den Grips-Counter. Ich bin bei dem, glaube ich, 2-3 Mal verreckt. An die Klingen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, beziehungsweise nicht, dass man die zurückschleuderte. Ja, das ist eine Timing-Sache. Das ist halt so ein Ding. Ich glaube, man kann hier vieles auch einfach gar nicht mitkriegen und trotzdem weiterkommen. Das ist das Coole an dem Game. Sehr fein, Shandy. Gut gemacht. Der hat dich vernascht, aber nicht sprichwörtlich. Er mit seinem Schnabel in deinem Rücken gehackt. Auch wenn es anders ausgesehen hat. Gut, okay. Ja, ich versuche das Connecten zu irgendwelchen Ereignissen, die ihr vielleicht zugestoßen sein mögen. Ich meine, nachts, ne? Im dunklen Wald, die Dunkelheit, ja. So am Boden liegend und so zuckend. Das hat alles Ähnlichkeit mit, wer weiß,
was der passiert ist, irgendwie. Wobei, da sehe ich auch jetzt nicht die Parallele mit wie heißt das, Safe? Nee, Suf, Senef, Cyberdiver, der Feuerdude halt. Ich hätte ja noch irgendwo so einen Touri-Guide. Wo laufe ich denn gerade lang? Warte mal, hä? Ich muss schon da durch das große Tor, oder? Was für ein Shortcut ist das denn? Warte mal, wo war der letzte Touri-Guide, von dem ich weiß? Warte mal, hier war der Boss-Fight. Oh Gott, das mit den Illusionen hört nicht auf. So, hier war der Bossfight. Hier hat er mich quasi in die Falle gelockt, aber ich habe ihm trotzdem zerdeppert. Der Feuerriese der Wikinger und sie nannten ihn Hyperdiper Feuerdude. Wer weiß, wenn man es übersetzt. Dann heißt es das vielleicht sogar. Nur haben sie halt andere Worte benutzt. Hyperdiver hieß damals halt eben Syr oder so. Ist hier nicht noch irgendwo so ein Ding? Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Da geht's hoch. Ihr wisst, was ich meine. Ich will halt nichts verpassen. So, jetzt checken wir mal hier kurz den Stand. Haben wir alles? Das S fehlt uns noch, oder? Das S, genau. Du bist nicht das S, du bist das... Nee, was bist denn du? Du bist das stumme T. Also ist das hier schon mal die korrekte Richtung. Von hier an Augen offen halten. So, da dürfen gerne alle mitmachen. Und in den Chat wie Wilde reinpsten, sobald ich dran vorbeirenne, bitte. Dankeschön. Und dann geht das lustige Spiel los. Warte mal, wir machen das dann so. Wenn ich dran vorbeirenne, dann müsst ihr alle psten. Und die Ivy muss mir dann erklären, wo es war. Und mich zurücklotsen. Aber nur mit Hilfe von... nur mit Hilfe von World of Warcraft Zitaten. Selbst wenn sie nicht weiß, wo es ist. Mein Handy hat Bing gemacht. Was fällt dem denn ein? So. Stimmt, in dem Bereich habe ich den Stein gar nicht. Habe ich den? Nee. Der Touri-Stein. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder rückwärts gelaufen. Nee, das kann nicht sein. Ich laufe hier. Das wäre ja Quatsch. Kann man den irgendwie hören? Nee. Hier hatte ich den, glaube ich, nicht gefunden in diesem Bereich. Sag mal, funktionieren die Dinger hier jetzt eigentlich noch? Ja, die funktionieren noch, okay. Warte mal, war hier hinten nicht einer? Genau, hier hinten war einer. Dann hatten wir den in dem Bereich schon gefunden. Mal gucken, wie vierte das ist. Bei der Straßenlaterne links baume. An den Häusern vorbei, dann links. Ja, das Haus mit der Veranda an der Straße. Ja, das war schön. Okay, das hier ist der letzte, den wir gefunden hatten.
Wir brauchen noch eine, wie ein S aussieht. So ein scharfes Nazi-S. Das heißt, in dem Bereich haben wir den einen Stein schon. Oder geht es in einen Bereich mehrere Steine? Das wäre blöd. Ich glaube nicht. Ich glaube da nicht dran. Wobei, ich gucke nochmal da drüben. Ich würde es gerne auf 100% haben. Das ist mir ein inneres Bedürfnis. Aber dann ist ja der Weg nach Hell jetzt frei. Stellt sich die Frage, was passiert denn dort noch Wildes? Weil es kann ja von jetzt an nur noch schlimmer werden. Und wenn es irgendwie 9 Welten gibt und aus jeder Welt einer hier der Schutzherr ist, dann haben wir ja noch quasi 7 Bosse vor uns. Vielleicht kombiniere ich da aber auch gerade Schwachsinn. Lol, nein, das hilft mir nicht weiter. Wenn du es auf 100% bringst, dann gibt es eine Belohnung. Ja, das würden wir wohl hoffen. Hallo? Macht das doch nicht zum Spaß. Spaß! Macht das doch ja nicht zum Spaß. Das brauche ich nochmal als Soundcommand. Ich kann es ja als Post-it aufschreiben. So, vielleicht hier irgendwo. Nee. Dann kann es eigentlich nur noch da in dem vorletzten Raum sein. Oder da, wo der Boss... Hallo? Hallo? Unüberwindbar, diese Stufe. Nee. Gibt's hier was die Brücke repariert? Was machst denn du eigentlich? Ach, du zauberst den Balken da hinten weg. Na gut. Finde ich lustig, wie sie immer so seitlich hops. Hop, hop, hop. Dann muss ja da oben irgendwo sein. Ich höre irgendwas. Finde ich ein bisschen ulkig, jetzt wo wir den Gott der Täuschungen zerstört haben. Die Täuschungen existieren ja trotzdem noch alle. Ein bisschen schade. Ich dachte, wir schalten die dann aus quasi. So, hier müsste der doch irgendwo sein, oder? Die letzte Infotafel. Oder hier? Nee, die Tür ist ja schon der Shotgun. Ich gehe nochmal überall lang. Ich muss nochmal überall lang. Wir haben ja Zeit. Ist ja das Ende von diesem Level. Und ich glaube, wenn wir dann wieder in der Mitte sind und vor dem großen Tor stehen, mache ich dann eh den Cut. Das heißt, jetzt passiert nichts mehr Wildes. Gut, auf dem Rückweg kommt dann wahrscheinlich wieder ein bisschen Story-Gequassel. Aber wenn sich jetzt einer das VOD anschaut oder das Video auf YouTube, dort das Highlight, mal gucken. Ich wollte eventuell auch mal auf Twitch das so machen, dass wir das in irgendwelche, wie heißt das, in solche Sammlungen wegsortieren. Und wenn das läuft, dass ich das dann nur noch so mache, das wäre für mich viel weniger Aufwand. Hier irgendwo! Das ist ein schickes Karo-Muster, by the way. Sieht so völlig gar nicht Viking-like aus irgendwie. Cool, wir können auch rückwärts lang schleichen. Hup. So, vielleicht war ja hier oben noch was. Wehe, das ist so ein Ding, das nur erscheint, wenn man durch irgendeine komische Funzel hier guckt. Das würde mich ein wenig aufregen. Weil das wäre echt zu krass versteckt. Man muss ja wenigstens das Ding sehen und dann erahnen, wie man da hinkommt.
Hier leuchtet es auch noch so blau. So verdächtig blau. So verdächtig blau. Nee, hier ist nichts. Ach, scheiße. Kann man hier nach rechts? Da hatte ich schon das erste Mal so geguckt. Auch nicht. Nicht so viel in den Chat gucken, Baumel. Schön die Balance halten. Okay, ich war hier in dem Nest, ne? Und dann ist alles apeshit gegangen. Aber hier hat man einen guten Überblick. Ich muss es doch irgendwo finden. Ey, ich komme nicht drauf. Okay, wenn es jemand weiß, darf er es in den Chat schreiben. Das ist jetzt kein Spoilern mehr. Das muss doch hier sein. Es geht ja auch nicht mehr raus aus dem Nest, oder? Nö. Das hat dann direkt den Bossfight getriggert. Schau mal nach der Tür. Die hier oder die andere? Huch! Was ist denn jetzt los? So, jetzt. Wie hab ich denn das geschafft? Ups. Hat sich ihre Kleidung irgendwie verändert? Ich bild mir ein, die Falten auf ihrem Rücken sind irgendwie anders als zuvor. Ich weiß auch nicht. Ich brauche keinen YouTube, aber ich habe es irgendwie gefunden. Koala hat es irgendwie... Hast du alles gefunden gehabt? Von alleine? Ohne Hilfe? So, hier komme ich nicht runter. Schade. Ich wollte mal nach der Tür schauen gehen. Sie ist jetzt schlanker, Baumel. Immerhin hat der Rabe ein paar Mal zugehackt. Hier war ich schon. Shit. Schau mal nach der Tür. Na gut. Vielleicht müssen wir den Ast hier auch wieder wegzaubern. Die Tür hier. Oder meinst du, ich soll hinter der Tür schauen? Also danach. Schau mal nach der Tür. Soll ich jetzt nach einer Tür Ausschau halten oder soll ich nach einer Tür etwas schauen? Weißt du was, ich zauber den Berg hier nochmal weg. Und dann gucke ich, ob ich da irgendwas finde. Vielleicht ist das ja jetzt verdeckt, dadurch, dass ich da die Wurzel hingezaubert habe. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Also kann ich sie ja jetzt wieder weg... Was ist denn das da oben? Das ist nur ein Punkt. Scheiße. So. Ist ja jetzt alles anders. Ja, Baume, mach mal die Wurzel weg und dann gehst du einfach mal aus der Tür raus. Welche? Wir haben hier zwei. Sagen wir mal, das hier, ja, ist die Boss-Ausgangstür. Auf der es Shortcut-mäßig wieder zurückgeht. Und das hier vorne ist die Boss-Eingangstür. So, ich mache die Wurzel weg und jetzt gucke ich aus der Boss-Eingangstür raus. Hm.
Die Tür bei der Straßenlaterne. Ach du, verarsch mich doch. Ich versuche dir da schon entgegenzukommen, indem ich den Türen Namen gebe. Ist ja irgendwas zum Reinkriechen. Hier wäre perfekt, direkt vorm Boss. Mann. Wenn auch in der Arena wäre gut. Och, ich finde das doof. Wenn man genau weiß und dann ist scheiße. Kann das nicht irgendwie fett mit Glühen anfangen, weil ich jetzt gerade so gucke? Die anderen ließen sich doch auch irgendwie sehen und erahnen. Shit, Mann. Also Ivy hat keine Ahnung, die erzählt nur Scheiße. Gut. Ich will jetzt nicht gehen ohne das Ding. Gut, dann machen wir jetzt einen Cut und ich google's. Also es fühlt sich schlecht an. Wenn einem einer das aus dem Chat verrät, ist es immer noch was völlig anderes, als wenn man es sich googelt. Ich will's nicht googeln. Vielleicht doch hier in dem Bereich. Ach, das ist das Feuer, was knistert. Ich dachte gerade, jetzt kommt was auf mich zugerannt. Das hört sich an wie kleine Füßchen. Trappel, trappel, trappel. Vielleicht hier hinten. Dann benutzt doch mal Bing, Baume. Bing ist mir zu schräg. Wirklich. Das macht komische Dinge. Oder Yahoo. Das gibt's noch? Ach guck, da bin ich reingekommen. Vielleicht noch den anderen Baum wegzaubern wieder. Ey, die anderen waren doch nicht so schwer zu finden. Ich habe echt so das Gefühl, dass ich gerade das Offensichtliche wieder übersehe. Oh, es wird wärmer. Weiß es die Ivy jetzt oder verarscht die mich nur die ganze Zeit? Dazu kommt ja noch das Chat-Delay. Also hat sie sich jetzt auf eine Aussage von mir bezogen? Oder auf eine Gegend, in der ich rumlaufe? Ich bin mir immer noch nicht so wirklich sicher, ob die Ivy wirklich weiß, wovon sie redet, oder ob sie mir nur eine krumme Nase dreht. Es wird wärmer. Ivy lässt sich ein Bad ein. Okay, ich mach den Ast wieder hin. Und jetzt latsche ich da wieder drüber. Ich denke immer, ich könnte hier runter hopsen. Kann ich hier runter hopsen? Nee, dann nimmt's auch wieder die Leiter. Thank you.
Ja, der Ast ist wichtig, Baume, dass du den da wieder hingemacht hast. Ja, den wollte ich ja dahin machen, damit ich den da drüben jetzt wegmachen kann und dann da vielleicht irgendwas aufdecke. Ich weiß noch auch nicht. Weißt du, dass ich wieder diesen Ast hier hinmache und der da drüben dann weg ist und dann habe ich damit etwas freigelegt. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch hier oben drin. Oder hier? Da? Dort? Du wirst dir so in den Po beißen, wenn du das Ding findest. Oh Mann, oh! Oh Mann, oh! Hier! Passiert hier was, wenn ich so rum durchgehe? Nö. Also ich habe so das Gefühl, es muss irgendwo hier in dieser Ecke sein. So wie Ivy mich triezt. Oder muss ich einfach wieder geradeaus zurück zur Hauptquest gehen? Oh, wehe. Oh, das wäre dumm. Wenn er dann einfach auf dem Rückweg irgendwo erschienen ist. Nee, das kann nicht sein. Ich bin hier einmal astrein im Kreis gelaufen, als ich durch die Tür dort vorne durch bin. Bin ich einmal im Kreis wieder zurückgetingelt und habe dabei die letzten beiden geholt. Das heißt, wenn ich hier hingehe, komme ich wieder zu dem Bereich, wo ich schon alle habe. Der kann hier nicht sein. Der kann nicht hier vorne sein. Dann wäre der hier ja völlig neu entstanden. Das wäre doch scheiße. So, das hier kann der nicht sein. Das ist unmöglich. Huch. Das muss irgendwo hier drin sein. Hängt es irgendwie an der Decke? Von unten an den Ast ran geklömpelt. Ey, wenn das jetzt einfach Richtung Anfang wieder plötzlich auftaucht. Baum, hast du das eine Brett eigentlich noch? Das Facepalm-Brett. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Anfang. Ich habe ja alles auf den Kopf gestellt. Ich finde hier nichts. Nee, das Facepalm-Brett hat den Umzug leider nicht überstanden. Das habe ich in Nürnberg gelassen. Magdeburg. In Magdeburg habe ich es gelassen. Es ist auf irgendeiner Seite von der Tür. Diese Scheiße. Ich gehe jetzt wieder zurück. Nein, das war doch bei den anderen auch nicht so, dass es irgendwann plötzlich aufgetaucht ist. So eine Scheiße. Webbrowser. Hellblade. Wie heißen die Dinger denn überhaupt? Key? Nein, Stone? Stones, all Stones, all Rune Stones, ah. Hell.
Cookies speichern, jawohl. Muss ich mir da jetzt Videos für angucken? Oder geht das auch mit Fotos? Hä? Wo bin ich denn hier gerade? Das ist ja ganz der Anfang. Paume will sich Videos und Fotos angucken. Paume YouTube, nicht YouPorn. Psst. Hä? Nee, den hatte ich schon. Und den? Den muss ich auch schon gehabt haben. Passt das? Da unter das Loch durchkrieche, ja. Die hier beschrieben werden, habe ich alle schon. Warte mal, ich kann das mal umswitchen. So. So. Den hatten wir. Den hatten wir, das weiß ich noch. Da musste man hier eine Brücke hinzaubern. Also das Ding hier in eine Brücke verwandeln. Den hatten wir, ganz bestimmt. Bei dem bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, ja. As you enter the large ruins with the third raven symbol door. Right before entering the raven, turn around at the illusion gate on the right to find the stone hidden in a alcove. Whatever. Wo bin ich denn hier jetzt? Kurz mal orientieren. Okay, ich muss wieder da hoch. Also rennen wir doch nicht zum Anfang. Das S fehlt, oder? Ja. Sieht man, was das für ein Buchstabe ist? Nö. Dazu sind die Bilder zu klein. Also den hatten wir auf jeden Fall. Da muss man irgendwo durchkriechen. Dann sind die aber auch komisch durchnummeriert. Und hier erkennt man es nicht. Das ist aber irgendwo dort vorne. Also hier habe ich ja auch alles schon gründlich auf den Kopf gestellt. Nicht, dass es nicht heißen würde, ich würde es nicht noch eine halbe Stunde probieren, aber hier habe ich schon alles gründlich auf den Kopf gestellt. So, das war in irgendeinem Graben. Das ist aber auch echt kacke beschrieben. Aber gut, wenn man keine Minimap hat, auf der man es zeigen kann. So, das war hier in so einem Graben. Das hier ist doch die Third Raven Door. Wenn man rauskommt, gleich zur rechten und dann durch den Tunnel gucken, haben sie gesagt. Ich weiß immer nicht, was sich verändert, wenn ich durch die Dinger durchrenne. So, mit dem habe ich die Brücke dorthin und weggezaubert. Das ist, wo ich herkomme. Kann ich hier runter hopsen? Kann ich hier runter hopsen? Nee. Boah, das Feuer macht manchmal gruselige Geräusche. Das wird manchmal einfach laut.
glaube, das S ist das mit dem drunter durchkriechen, wo du dachtest, dass du das schon hast. Das hier? Wieso dachte... Aber das habe ich doch schon. Das habe ich doch garantiert schon. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir das hier schon gemacht haben. Das haben wir schon. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flowed from the roots of the world tree. Odin. Ja, das war die Geschichte, wie Odin sein Auge verloren hat. Also das ist das. Das haben wir definitiv. Oder? Oder gibt's noch mehr zum drunter durchkriechen? Nö. So, das ist bei denen aber das letzte. Also in the area with the third Raven Symbol door. When entering. Okay, also das hier ist auch. With the third Raven Symbol door. Right before you enter the ravine, turn around at the illusion gate on the right to find the stone. He wished to drink from this spring, but he had to pay a price. Okay. Also müssen wir nochmal zurücklaufen. As offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Okay. Also irgendwo da unten in so einem Graben, so wie ich das sehe. Dann muss ich doch eigentlich hier runter. Ach, Mensch, hier der Baum und dann da hoch und dann da runter. Okay, ich wollte ein bisschen abkürzen, meine Güte. Und ich suche mir da einen Wolf in dem Bossgebiet. Ich dachte, es gibt Regeln. Wie war denn das bei dem letzten? Da war dann auch im Bossgebiet noch ein so ein Ding. Nebengebiet, ein Stein. Nein, hier sind zwei. Scheiße. So. Da drüben. Oh. Uff. Das ist er. Leck mich am Arsch. The Northmen say that Odin has two ravens. Their names are Thought and Memory. And each day he sends them out to fly all across the world. Upon their return, they perch on his shoulders and tell him everything they have seen and heard. In this way, he learns of things far and wide. And for this reason, he is called the Raven God. Senua, like Odin, you must seek wisdom through thought and memory if you are to succeed in your quest. Oh Gott, also den Bereich hätte ich hier wirklich beim besten Willen nicht nochmal abgesucht, weil ich der festen Überzeugung war, dass ich hier den einen Stein schon habe. Scheiße. Arschloch Rabengott hat mich verarscht, mal wieder. Baum ist sehr froh, dass du bei der Sucherei nicht mit dem Bettmobil fahren musstest. Und im Regen. Mit 5 Frames. Mit den Riddler-Rätseln. Oh, manche gingen einfach nicht. Manche gingen nicht. Oh. Das war ein Ding echt. Batman Arkham Knight war das, glaube ich. Das Bettmobil. Der Knüller, ey. Ich habe es jetzt nochmal gespielt mit besserer Grafikkarte. Und ja... Die Bude fährt immer noch scheiße. Aber es geht. Aber die ist nur am Driften. Permanent. Ey, und dann das erste Riddler-Rätsel und es ist ein Wettrennen. Ein Wettrennen. Der Riddler macht Wettrennen. What? Am Ende nimmt er noch Wetten an. Und verdient sich damit eine goldene Nase. Boah, das hat jetzt wie lange gedauert? Fuck, die Folge geht 1,5 Stunden. Ich glaube, eine halbe Stunde davon habe ich nur die Rune gesucht. Uah. Rune ist auch ein viel besserer Name für die Dinger als Infoguide. Fällt mir gerade so auf. Hahaha.
Auf der PS4 wurde da mein Controller durch das Fahren leicht kaputt. Er wurde leicht kaputt. I wonder. Can you see the faces too? Ich höre das Gequassel wieder, sehr schön. Huch! Senua, you have the sight, just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. She misses her so much. Was mag das sein, wovon die hier reden? Ihre Mutter hat ihr beigebracht, das zu sehen. Wo gehe ich denn gerade lang? Völlig falsch abgebogen. Ups. Excusez-moi. Ich muss da den Steinchen folgen. Genau. Ich muss echt noch ein bisschen lernen, die Augen nach dem Gesicht offen zu halten. Da habe ich jetzt... Das habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Gut, okay. Das war aber ziemlich obvious. Das eine in dem Wasserfall und das andere jetzt gerade auf dem Rückweg. Da ist man ja mehr oder weniger mit dem Gesicht draufgestoßen worden. Ja, es wird vielleicht jetzt schwieriger. Ups, ups. So. Oh, geschafft. The mark of Valravn and the mark of Surt. You may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Mache hier einen Cut. Die Suche nach diesem Lorestone, nach der Rune, die hat mich ganz schön erschöpft. Ich muss ein wenig Kraft tanken. Vielleicht auch einfach nur tanken. Dankeschön für den Host, by the way. Zwei Hände raus und Damage! Gibt es einen Zweihänder in dem Spiel? Vielleicht, wenn man alle Runen hat. Das ist Hella, die ruft nach mir. Oh mein Gott. Alles klar, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Dann machen wir die Tür zu Helheim auf. Bis jetzt, das war alles noch gar nicht Helheim. Das kommt erst noch. Ach so, und dann müssen wir noch über die Brücke. Die Brücke, die über das Meer der Klingen führt. Und dann gehen wir in die große adlerförmige... Ja, viel kann jetzt nicht mehr kommen. Ich glaube, wir sind fast durch mit dem Spiel. Ha! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.